Capture every moment. Hallihallo! Wir sitzen gerade bei Jessie im Auto. Wir haben jetzt Schule aus. Und da ist die Jessie. Diesmal in einem anderen Auto. Diesmal hat sie nämlich jetzt ein eigenes VW Lupo in Blau. Das ist die Ramona. Und die Ali. Ja, und wir haben jetzt Schule aus und wir fahren jetzt zum Piercer, weil die Ramona und die Jessie lassen sich ein Tragus-Piercing machen. Und ja, ich muss da natürlich mit, weil, ich meine, hallo, das muss man natürlich mit der Kamera festhalten. Die Kamera als filmender Begleiter in jeder Lebenslage. Was für Stars wie Justin Bieber ein Albtraum ist, zählt zu Annis größten Leidenschaften. Als Vollblut-Vloggerin lässt sie Fremde an ihrem Leben teilhaben. So wird eine Autofahrt mit den Freunden kurzerhand zu einem besonderen Erlebnis, das sich später etwa 8000 Abonnenten auf YouTube ansehen werden. Ich dokumentiere eigentlich mein ganzes Leben auf YouTube. Man ist halt einfach, man nimmt seinen ganzen Alltag einfach auf Kamera, auf Video und man präsentiert es eigentlich anderen Menschen, Menschen, die man nicht kennt. Und es ist schon halt ein total seltsames Hobby eigentlich und die meisten Leute verstehen das auch nicht, warum man das macht. Auf den ersten Blick mag es tatsächlich merkwürdig erscheinen. Wen sollte das gewöhnliche Alltagsleben einer jungen Darmstädterin interessieren? Aber die Klickzahlen auf ihre Videos sprechen für sich. Rund 600.000 Aufrufe konnte ihr Kanal Daily Annie in den vergangenen 5 Jahren bereits verzeichnen. Besonders ihre fröhliche und positive Lebensausstrahlung wird von ihren Zuschauern geschätzt. Also wenn Menschen mich sehen, die mich vorher nur durch die Videos kannten, sagen die mir durchweg alle, dass ich genauso bin wie in den Videos. Und sie sagen meistens, dass sie finden, dass ich sogar noch ein Stück cooler bin oder noch lustiger als in den Videos. Und das ist für mich super komisch zu hören, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich in den Videos super aufdringlich und seltsam rüberkomme. Und wenn die Leute dann zu mir sagen, dass ich genauso bin wie in den Videos, dann frage ich mich immer, ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht. Ja, wir haben uns gerade spontan entschlossen, auch noch zu Bijou Brigitte zu gehen, um Ohrlöcher auch noch schießen zu lassen. Also machen wir Piercing und, also Jessie und Ramona Piercing und ich und die Ramona und die Jessie noch Ohrlöcher. Also machen wir 6-mal Ohrlöcher und 2 Piercings. Ich bin Filmerin. Und die Ali ist Filmerin, weil die macht gar nichts. Mann, warum bist du kein Mitläufer? Ich habe schon zwei. Ich will mein Tattoo als nächstes machen. Ach so. Ja, okay, da bin ich dann auch mit der Kamera dabei, ja? Ja, aber das dauert noch ein bisschen, ich muss Geld sparen. Okay. Die Frage, welche Reaktion man als Hobbyvlogger von seinem Umfeld zu erwarten hat, wird sich vermutlich jeder YouTuber bereits gestellt haben. Man möchte sich nicht vorstellen, was im Kopf des Piercers vor sich geht, wenn er zum Bestandteil eines häufig geklickten Videos wird. Was sagen die Eltern, wenn man ihn in den privaten 4 Wänden beim Kochen über die Schulter filmt? Also wie meine Familie oder auch meine Freunde mit dem Hobby umgehen, ist es eigentlich ziemlich unterschiedlich. Es gibt einige, die sagen, es ist mir total egal, mach dein Ding, Hauptsache ich bin nicht zu sehen. Es gibt aber auch welche, die finden es super cool und würden am liebsten in jedem Video sein. Was ich bisher noch gar nicht erlebt habe, ist, dass jemand mich irgendwie so dumm von der Seite angemacht hat oder gesagt hat, Anni, ganz ehrlich, das geht gar nicht. Das habe ich noch gar nicht erlebt und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich einfach sehr offen damit umgehe. Ich weiß auch ganz genau, dass früher immer alle gesagt haben, oh, Anni, musst du jetzt schon wieder filmen. Aber jetzt, lustigerweise, 3 Jahre später, kommen alle an und sagen, Anni, hast du die Videos noch? Weil die mittlerweile es auch zu schätzen wissen. Obwohl Annis Freunde tolerant reagieren, verstehen die meisten das Prinzip der YouTube-Community nicht. Was hinter den Kulissen der Vlogger-Szene geschieht, bleibt dem Zuschauer verwehrt. Große Eventveranstalter haben in den YouTubern ein neues Geschäftsmodell entdeckt. Die Zuschauer verfolgen ihre Lieblings-YouTuber über mehrere Jahre und bauen somit eine Vertrauensbasis zu ihnen auf. Die Glaubwürdigkeit und Lebensnähe, die der YouTuber ausstrahlt, wird von Firmen für zielgruppenaffine Produktplatzierungen ausgenutzt. Da Kooperationen oftmals nicht kenntlich gemacht werden, handelt es sich um eine Form der Schleichwerbung. Innerhalb der Community löst das natürlich Kontroversen aus. Ich finde, es ist überhaupt nicht verwerflich, das anzunehmen und die Werbung auch zu machen für dieses bestimmte Produkt. Aber ich finde, sie sollten ehrlich sein, sie sollten das sagen, dass es ein kostenloses Produkt ist und dass sie das zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und ich finde auch, dass sie ihre ehrliche Meinung sagen sollten und nicht das, was die Firmen wollen, was sie sagen. Das gibt es halt ganz oft, dass die Firmen vorschreiben,
was die YouTuber sagen sollen. Wir bekommen dann sozusagen ein Skript oder irgendwas, wo drin steht, haargenau, was die sagen sollen. Und das finde ich, das geht überhaupt nicht. Davon halte ich gar nichts. Die Streitigkeiten innerhalb der Szene bekommt nur der aufmerksamste Zuschauer mit. Oft werden Produkte so unauffällig eingesetzt, dass ihre Werbewirkung nur schwer erkennbar ist. Wieso sollte sich der Zuschauer darüber auch Gedanken machen, solange der Unterhaltungswert stimmt? Das unreflektierte Schauen der Videos äußert sich auch in Fragen wie: Kannst du nicht mal schnell ein Video machen? Lad mal heute, ich will heute Abend auf eine Party, kannst du mal schnell? Doch wie viel Arbeit hinter den Videos steckt, können nur die wenigsten beurteilen. Die denken, ja, man dreht es halt, zieht es auf den PC und lädt es mal schnell hoch. Oder noch besser, man filmt halt mit dem Handy und lädt es mal so zwischendurch hoch, wenn man gerade mal auf dem Klo sitzt oder so. Ist ja alles ganz easy, macht man mal. Ja, so ist es halt leider nicht. Es ist halt tatsächlich so, dass ich meine Kamera 24 Stunden in meiner Handtasche habe. Ich habe sie immer dabei. Früher war es eine Digitalkamera, mittlerweile filme ich halt mit meinem Handy. Und wenn ich das Bedürfnis habe, irgendwas aufzunehmen, dann nehme ich meine Kamera raus und laber meine Kamera voll. Oder filme meine Freundinnen oder irgendwas anderes. Und am Ende des Tages, wenn ich zu Hause bin, nehme ich meine Kamera raus, ziehe das alles auf den PC, was auch schon mal knapp 20 Minuten dauert. Diese Dateien sind dann in einem Format, was von dem Schnittprogramm nicht angenommen wird. Das heißt, ich muss die nochmal konvertieren. Ich muss mir das ganze Material ja auch anschauen, um zu gucken, was die Teile sind, die rein sollen. Und je nachdem, wie viel ich gefilmt habe, kann das halt auch schon mal 1 bis 2 Stunden in Anspruch nehmen. Und so geht das Ganze weiter bis... Das alles, also bis dann wirklich vom auf dem PC ziehen, bis das wirklich online ist, bis man wirklich die ersten Feedbacks bekommt. Ja, man könnte sagen, 4,5 bis 5 Stunden schon. Doch die viele Arbeit, die Anne in ihre Videos steckt, lohnt sich. Denn die Erinnerungen auf Videos sind für sie viel wert. Ich gucke so oft Videos an von vor 3 Jahren, wo ich mit Freunden im Schwimmbad war oder wo ich mit Freunden shoppen war und ich einfach in diese Zeit zurückversetzt werde und ich noch ganz genau weiß, wie das an diesem Tag war, wie ich in diesem Laden stand und das eine Oberteil gesehen habe und dann auf einmal 3 Jahre später denke, scheiße, warum habe ich es nicht gekauft? Und diese Dinge würdest du einfach vergessen, wenn du die Videos nicht hättest. Und bei anderen Videos, wie Haul-Videos, wo ich meinen Einkauf zeige oder Videos, wo ich meine Schuhsammlung zeige, ganz ehrlich, die interessieren mich absolut gar nicht. Ey, Ramona, sag mal nett, die Jacke ist mega geil. Stell dir mal vor, wenn du die anhast. Ich finde die Burner. Ich finde die echt geil. Aber 40 Euro, ey. Aber die ist geil. Warum hat man nicht einfach auch mal gefilmt in ganz alltäglichen Situationen? Und weil diese alltäglichen Situationen werden ja dann auch irgendwann was Besonderes. Aber nur, wenn du was Besonderes draus machst. Und wenn du die einfach nicht festhältst, vergisst du die auch einfach irgendwann. Und das ist halt das, was ich immer sage. Wenn ich mir alte Videos angucke, erinnere ich mich plötzlich an Dinge, die ich schon längst vergessen hätte. An Insider, die ich mit Freundinnen habe, die ich nur weiß an die ich mich nur erinnere, weil ich genau weiß, dass das ein Videotitel von mir ist. Freundinnen und ich, manchmal sind wir in der Stadt und ich sage nur einen Videotitel von einem alten Video und dann fangen wir an zu lachen. Einfach, weil wir genau wissen, wie der Moment war, als wir das Video gemacht haben und warum wir da so gelacht haben. Lustige Videotitel wie Erzieher trinken nicht nur Kaffee, die Müllmänner machen Randale und ich heirate erst, wenn ich das Geld für die Scheidung habe, wählt sie gemeinsam mit ihren Zuschauern aus. Auf Facebook lässt sie ihre Community interaktiv über den Titel entscheiden. Diese Interaktivität äußert sich auch in Zuschauerkontakt. Also Zuschauerkontakt ist mir sehr, sehr wichtig. Auf alle Kommentare unter den Videos kann ich nicht antworten, weil es zu viel ist. Und sich die Fragen auch oft wiederholen, aber auf persönliche E-Mails antworte ich alle, also wirklich auf alle. Ich habe auch meinen E-Mail-Account auf meinem Handy eingerichtet und ich antworte auch unterwegs, im Bus und so weiter. Und also ich kann das zu 100% bestätigen und da kann ich auch dahinter stehen und das auch so ganz ehrlich beantworten. Ich antworte auf jede E-Mail. Doch es ist nicht nur der Zuschauerkontakt, der da entsteht. Durch YouTube sind sehr, sehr, sehr viele Kontakte erstmal entstanden, Kontakte jeglicher Art, aber auch Freundschaften. Also erstmal zu anderen YouTubern natürlich,
zu dem man sich auf irgendeine Art und Weise halt verbunden fühlt, weil man das gleiche Hobby teilt und man sich auch über Events oder sowas trifft oder auf größeren Veranstaltungen wie Zuschauertreffen, wo dann auch zum Beispiel das Fernsehen da ist und so weiter. Also das ist natürlich etwas, was einen verbindet und dadurch fängt man halt irgendwo auch an, sich anzufreunden, weil man halt eine Gemeinsamkeit hat. Aber ich muss sagen, dass ich mich auch mit vielen Abonnenten mittlerweile sehr, sehr gut verstehe. Ich auch Freunde habe, die ich wirklich zu meinem engen Freundeskreis zähle, die ich nur durch YouTube kenne und die auch wirklich nur Zuschauer sind. Über mehrere Jahre hinweg pflegt Annie bereits ihre Freundschaft zu einer Abonnentin, die sie weder im echten Leben noch auf Bildern jemals gesehen hat. Täglich berichten sie sich kleine Alltagsgeschichten, erzählen dem anderen von ihrem Liebeskummer und schenken sich ihr Vertrauen. Wie echte Freundinnen. Zusammenfassend lässt sich sagen, Kontakte jeglicher Art entstehen da. Auch Dates mit Kerlen. Egal wie die auslaufen. Fernab von entstandenen Freundschaften gibt es noch ein paar andere, 1000 Leute, die Annie in einer Masse von Leuten wiedererkennen würden. In der Regel werde ich schon oft erkannt, vor allem bei größeren Events, wie zum Beispiel Shopseröffnungen oder wenn samstags in der Stadt oder so, wenn dann viele Menschen unterwegs sind, dann wird man schon öfter erkannt. Aber ich würde sagen, im Schnitt so 3-mal die Woche. Dunkle rote Locken, ein Gesicht voller Sommersprossen und ein mitreißendes Lächeln. Tattoos, die ihren Körper verzieren, ihr pinker Leopardenschal und ein selbstbewusstes Auftreten. So lässt sich die nicht gerade großgewachsene Frohnatur am besten beschreiben. Die 26-Jährige trägt ihr Herz auf der Zunge. Während wir uns unsere Gestik und Mimik am Ende des Tages nicht bewusst machen, wird Annie mit dieser Aufgabe beim Schnitt ihrer Videos konfrontiert. Man ist halt auf irgendeine Art und Weise gezwungen, sich selbst zu reflektieren, weil man das Aufgenommene am Ende des Tages schneidet. Und um den perfekten Schnitt zu bekommen, muss man sich 10-mal angucken, 20-mal angucken, 20-mal anhören. Und alles, was man sagt, alles, was man tut, jede Mimik, Gestik, alles muss man sich angucken. Und dann am Ende des Tages sitzt du dann am Computer, schneidest es zusammen und denkst dir, oh mein Gott, was mache ich denn die ganze Zeit mit meiner Hand, wenn ich rede? Wie gucke ich denn, wenn ich mich aufrege? Warum zucke ich denn die ganze Zeit so? Oder warum unterbreche ich denn immer die eine Person beim Reden? Das ist halt etwas, das fällt dir erst auf, wenn du dich selber beobachtest und wenn du durch die Stadt läufst oder bestimmte Dinge sagst und machst. Du weißt durch diese Videos irgendwann, wie du dabei aussiehst und wie du dabei wirkst auf andere. Aber der Punkt ist, dass wenn ich den Kanal nicht hätte, würde ich das alles nicht aufnehmen. Weil durch die Zuschauer kommen ja auch irgendwie so Wünsche. Die sagen dann, Anni, kannst du mal das aufnehmen? Anni, kannst du uns mal dorthin mitnehmen? Und erst dadurch, durch dieses Hobby, fängt man an, die bestimmten Momente aufzunehmen. Ich wäre wahrscheinlich im Lebtag nicht darauf gekommen, im Schwimmbad ein Video zu drehen, wo ich mit meinen Mädels Handstand mache und tauche. Ich würde einfach nicht auf die Idee kommen. Je mehr Anni von ihrer Privatsphäre preisgibt, desto mehr wird auch von den Zuschauern gefordert. Die Grenze, die Privates und Öffentliches voneinander trennt, verschiebt sich zugunsten der Zuschauer nach hinten. Auf ihrer Au-pair-Reise nach Irland hatte Annie ihre Kamera natürlich auch dabei. Um ihre Zeit dort wirklich genießen zu können, lud sie weniger Inhalte hoch und zeigte nur ausgewählte Ausschnitte ihres neuen Alltags. In einem fremden Land und einem fremden Haus bekommt auch der zeigefreudigste YouTuber Grenzen auferlegt. Annies Gasteltern entschieden sich dagegen, ihre Kinder der YouTube-Öffentlichkeit auszuliefern. Auch eines der beliebten Videocontents, die sogenannte Roomtour, war unter diesen Umständen nicht realisierbar. Ein Zwiespalt entstand, denn einige der Zuschauer forderten nach wie vor, in allen Bereichen von Annies Leben teilhaben zu können. Warum gebt ihr euch als Zuschauer nicht einfach mit dem zufrieden, was ich euch biete? Warum wollt ihr immer mehr? Das ist doch im Leben ganz genauso. Warum muss man immer von dem träumen, was man gerne erreichen möchte? Warum ist man nicht einfach mit dem zufrieden, was man hat? Warum will man denn immer mehr? Und das ist eben auch das, was ich an den Zuschauern manchmal nicht verstehe. Egal, was ich hochlade, es wird immer gefragt, warum hast du das nicht gemacht? Oder warum hast du dies nicht gemacht? Oder warum ist das Video so lang? Warum ist es so kurz? Oder warum hast du das nicht erklärt und das nicht gezeigt? Ich denke mir, schätzt doch einfach das, was ich euch gebe, anstatt an dem zu meckern, was ich euch nicht gebe. Ich kann mich auch in die Zuschauer reinversetzen, weil ich bin auch selber Zuschauer von anderen YouTubern.
Und ich freue mich ja genauso, wenn die ein Video hochladen. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, ich muss denen auch eine Freude machen, weil ich weiß, wie es ist, wenn man wartet. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich niemandem irgendwie was schuldig bin. Und wenn ich der Meinung bin, ich muss jetzt kein Video hochladen, weil ich nichts Interessantes gemacht habe, dann muss ich es auch nicht. Aber trotzdem hat man irgendwo diesen Druck. Anni entschied sich Anfang 2010 für ein neues Videokonzept. Inspiriert von einer Fotoreihe auf einem Blog, machte es sich Anni zur Aufgabe, innerhalb eines Jahres 365 Videos hochzuladen. 365 Tage, 365 Videos. Ein Videotagebuch entstand. Sie wusste, welche Anforderungen die Abonnenten ab diesem Zeitpunkt an sie stellen würden und fand ihre ganz eigene Weise, damit umzugehen. Also während meiner Videoreihe mit 365 Tage, 365 Videos, da habe ich mir selber schon den Druck genommen, als ich angefangen habe, denn ich habe gesagt, ich werde nicht jeden Tag ein Video hochladen, sondern ich möchte am Ende der 365 Tage 365 Videos haben. Ob ich an einem Tag 3 hochlade und dann dafür 2 Tage gar nicht oder so, ist egal. Hauptsache, ich habe am Ende diese 365 Videos und dadurch habe ich mir schon selber den Druck genommen, weil ich wusste, dass es sonst zu viel Druck wird oder mir zu viel Druck gemacht wird, wenn es heißt, ich muss jeden Tag ein Video hochladen. Und ich wusste auch, dass das nicht klappt, weil jeder Mensch hat seine Verpflichtungen, die er nachgehen muss. Und ich weiß, ich schreibe Abi und ich habe nicht jeden Tag die Zeit. Vor allem passiert auch nicht jeden Tag irgendwas, was du da hochladen könntest. Und wen interessiert es, wenn ich jetzt, sonntags zum Beispiel, habe ich Tage, da liege ich dann, da stehe, da schlafe ich mal bis um 11, dann gammel ich in meinem Bett bis um 3, dann hocke ich am Laptop und dann gehe ich duschen und dann räume ich ein bisschen auf und dann war es das. Wer will das Video denn sehen? Niemand. Und dann tue ich weder mir einen Gefallen noch jemand anderem. Obwohl es mittlerweile, glaube ich, tatsächlich Menschen gibt, die das interessieren würden und sich das Video angucken würden. Aber das sind dann einfach Dinge, wo du selber entscheiden musst, okay, das will keiner sehen oder das soll keiner sehen oder es macht keinen Sinn, dann lädst du es nicht hoch. Ich finde die Taschen so geil, weil die kosten nur 2,95 Euro und die sind so mega neon. Richtig geil. Und die anderen kosten nur 1 Euro. Die sind auch geil. Richtig nice. Und die Neon Chucks kosten 9,95 Euro, ist auch geil. Oh, wie geil. Im Nachhinein kann es passieren, dass einem die Wortwahl peinlich ist. Aber damit muss man als YouTuber eben klarkommen. Also bestimmte Videos von früher möchte ich auch eigentlich löschen, weil mir die auf irgendeine Art und Weise peinlich sind. Aber jetzt nicht unbedingt, weil ich mir denke, ich will die nie wieder sehen, sondern eher habe ich Angst, dass jemand anderes die nochmal sehen könnte, obwohl sie auf meiner externen Festplatte oder so sind. Aber ich denke mir, oh mein Gott, was ist, wenn ich irgendwann mal sterbe und dann findet jemand meine externe Festplatte, guckt die Videos an und denkt, oh mein Gott, Anni, was war das denn? Und die Grenze zu ziehen, was zu viel für meine Zuschauer ist oder was zu persönlich ist, das ist halt sau schwer, da irgendwo eine Grenze zu ziehen, weil es gibt bestimmte Dinge, die sind mir zum Beispiel nicht zu persönlich, was zum Beispiel eine Brust-OP, die ich plane, die ist mir nicht zu persönlich, weil ich denke, dass es irgendwie zu mir gehört und ich denke, dass es auch vielen helfen kann, die das auch planen und die sich vielleicht nicht trauen, sich zu informieren. Und ich weiß auf jeden Fall, dazu werde ich ein Video machen. Oder wenn ich später mal Kinder habe, habe ich mir auch vorgenommen, die Geburt zu filmen und das auch online zu stellen. Aber andere Dinge so, die meine Gedanken irgendwo widerspiegeln, private Gedanken, die ich vielleicht auch nicht meiner besten Freundin erzähle, das sind dann Dinge, die ich natürlich auch nicht online stellen möchte. Was ein bisschen widersprüchlich ist, weil man könnte ja meinen, dass die Geburt eines Kindes oder eine Brust-OP schon sehr, sehr privat ist. Aber dadurch, dass das Ereignisse sind, auf die ich hinarbeite und auf die ich mich freue, sind ja freudige Ereignisse, dann teile ich die auch gerne. Aber so Gedanken, die ich selber mit mir habe oder ja, so Gedanken, die ich in mir habe, aber keinem anderen erzähle, dann würde ich die auch nicht online stellen. Ich denke, da ist so die Grenze. Aber es ist sehr, sehr schwer zu sagen, bis dahin und dann nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Im Haifischbecken YouTube werden die Videomacher zum leichten Fang. Einige Abonnenten stürzen sich auf die Filmer, als seien diese wehrlose Fische. Die Frage ist, wie man mit dieser Grenzüberschreitung umgeht. Schwimmt man mit dem Strom und fügt sich den Abonnenten oder bleibt man sich und seinem Videokonzept treu? Also,
bin am Anfang schon auf diese negative Kritik eingegangen, weil ich halt das Gefühl hatte, ich müsste mich rechtfertigen. Einfach deshalb, weil die Menschen einfach bestimmte Dinge falsch verstanden haben. Ich habe was im Video gesagt, was die Leute aber nur verstehen, wenn sie mich als Mensch kennen. Viele Dinge meine ich ja gar nicht so, wie ich es sage, aber das verstehen dann eben die Leute nicht, die mich nicht kennen, weil das vielleicht ein Insider war oder ironisch gemeint war. Viele Menschen verstehen keine Ironie. Und ich habe auch zum Beispiel einen ziemlich schwarzen Humor und Leute, die mich nicht persönlich kennen, wissen das nicht und die nehmen das dann alles total falsch auf irgendwie. Und deswegen fing ich dann an, mich zu rechtfertigen, weil ich nicht wollte, dass die Menschen ein falsches Bild von mir haben. Ich lösche auch die Kommentare nicht, weil ich dazu stehe und ich denke, dass dieses Feedback, egal ob es positiv oder negativ, auch dazugehört. Und es ist super wichtig für die Selbstreflexion, es ist super wichtig für mein Selbstbewusstsein. Man lernt einfach mit diese Frustration, das ist halt einfach im Leben, läuft halt nicht alles so, wie es sein oder wie man es sich wünscht. Und nur durch diese Kritiker lernt man das ja. Also man wird nach einer Zeit schon selbstkritischer, was aber daran liegt, dass man von allem, was man hochlädt, halt auch immer Feedback bekommt. Und Menschen sind halt einfach gemein und Menschen wollen auch manchmal gerne das Negative oder ich würde nicht mal sagen das Negative, aber einfach die Dinge aus einem Menschen rausholen, die auffallen oder die nicht in Anführungszeichen normal sind oder was auch immer. Und dadurch fängt man irgendwann an, darüber nachzudenken, was man online stellt, aber nicht, weil man Angst davor hat, wie die Reaktionen sind, sondern eher, weil man dann irgendwann sich die Kommentare schon im Kopf zusammenspinnt. Das ist wirklich so, wenn ich was filme und ich sage was, ich merke in dem Moment, in dem ich was sage, stelle ich mir schon die Kommentare vor, weil ich ganz genau weiß, was für ein Feedback kommt. Dass man nach so viel Kritik natürlich anfängt, sich mit den negativen Kommentaren auseinanderzusetzen, ist nachvollziehbar. Klar beginnt man sich irgendwann zu fragen, ob man zu unüberlegt spricht, zu viel flucht oder einfach zu schnell spricht. Doch Anni hat sich im Laufe der Jahre ein dickes Fell zugelegt. Mittlerweile mache ich nur noch Videos, die ich selber machen will. Und ich weiß auch, dass es blöd ist für meine Zuschauer, weil viele sagen, Anni, zeig mal deinen Kleiderschrank, Anni, zeig mal dein Zimmer, zeig mal dies oder zeig mal das, koch mal mit uns oder so. Aber mittlerweile denke ich mir, nee, wenn ich das nicht will, mache ich das auch nicht. Und ich denke, ich gebe schon genug Preis von meinem Leben und wenn ich meinen Alltag filme und die Kamera mitnehme, indem ich zu Hause bin und sage, ich bin jetzt wieder zu Hause, ich mache jetzt das und das, dann sieht man auch mein Zimmer. Ich muss dafür kein extra Video hochladen. Und wie sieht es mit der Zukunft aus? Also was ich mir für die Zukunft wünsche in Bezug auf YouTube ist eigentlich, dass ich weiterhin die Videos nur mache, wenn ich wirklich Lust darauf habe und Spaß dabei habe. Ob das jetzt mein Leben lang bei YouTube bleibt oder ich mein Leben lang YouTube-Videos mache, bezweifle ich sehr. Ich denke, dass sich das alles noch sehr, sehr verändert. YouTube hat sich auch in den letzten 5 Jahren sehr verändert und ich denke, dass sich das auch in den nächsten 5 Jahren nochmal sehr verändert oder verändern wird. Und ich denke auch, dass ich dort nicht mein Leben lang bleiben werde, weil ich entwickle mich weiter und auch YouTube entwickelt sich weiter und die Technik entwickelt sich weiter. Und ich glaube, dass das YouTube, dass das zwar im Moment ein großes Ding ist und auch sehr gehypt wird, aber ich glaube nicht, dass das was für die Ewigkeit ist. Das Einzige, was ich mir noch wünsche, ist, dass ich, auch wenn YouTube mal nicht ist, dass ich trotzdem weiter mit den Videos mache, auch wenn es jetzt nicht für eine Plattform ist, dann zumindest für mich selbst. Um den Blick für das wesentliche Ziel ihrer Videos nicht zu verlieren, hat Anni bereits vorgesorgt. Ich habe durch YouTube mein Lebensmotto gefunden. Im Prinzip habe ich mein Motto gefunden, wo ich nie wusste, dass ich es gesucht habe. Und das ist Capture Every Moment. Das habe ich auf meinem Fuß tätowiert. Was symbolisch eigentlich dafür steht, dass ich ja mit meinen Füßen durchs Leben gehe. Und deswegen Capture Every Moment auf meinem Fuß. Also warum ich mich für den Beruf der Erzieherin entschieden habe, war eigentlich... Das war grammatikalisch nicht richtig. Das war grammatikalisch nicht richtig. Warum ich mich dafür entschieden habe, war weil, das ist ja grammatikalisch kein guter Satz. Das Schlimme ist, dass ich in meinen Videos, da rede ich manchmal so einen Scheiß zusammen, dass ich auch beim Schneiden denke, Anni, was hast du da gelabert? Das stimmt ja alles gar nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es irgendein Professor hört, der denkt auch, Alter. Tag, als ich mit meinem Daily angefangen habe, bin ich mit der Kamera in die Schule und habe gesagt, Leute,
ich habe ein neues Projekt. Heute ist der erste Tag, ihr seid jetzt Teil davon. Also, und habe mich eure Kamera vors Gesicht gehalten. Wie hatte ich vorhin angefangen? Was habe ich vorhin erzählt? Jetzt anfangen? Jetzt nochmal neu? Ja, das hatte ich ihm gesagt. Okay, warte kurz. Dass du das angefangen hast. Ach so, weil ich persönlich. Keine hattest. Genau. Ja, so was dann. Monas Straßmann ist jetzt da. Sag mal tschüss. Ciao. Jessie und Ali sind schon längst weg, aber wir haben vergessen, tschüss zu sagen. Mach's gut, Anni. Bis morgen. Bis morgen. Ciao, ciao.